Servus! Heute bin ich gerade dabei, meine ganzen Frühlingssachen herzurichten. Also so wie ein Shopmess-Dash mit Frühlingssachen. Und ich zeige euch jetzt an, was ich raushol. Und man sieht, jetzt bin ich noch sehr dunkel und braun geschminkt. Und ja, ich will jetzt die Frühlingssachen rausholen und ein bisschen buntere Sachen haben. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. So, das sind die Eyeliner, die was ich im Frühling benutzen will. Und ich habe mir gedacht, die werde ich einmal alles swatchen. Es sind sehr viele Blautöne, deswegen werde ich am besten einmal mit den Blautönen anfangen. Oder werde ich noch Marken gehen? Ich fange an mit Kiko am besten, das ist eine gute Idee. Ich fange an mit Kiko. Diese Farbe, oh, muss man ausdrehen, habe ich letztes Jahr schon sehr geliebt. Und habe mir gedacht, für den Frühling die perfekte Farbe wieder. Noch einer von Kiko, der ist braun, auch Tonnet ist die Farbbezeichnung und ist so ein Gold-Champagner für vielleicht für die untere Linie. Dann 814 und zwar so ein Silberner, auch für die untere Wasserlinie. Den haben wir rausgeholt, die habe ich jetzt länger nicht benutzt. Ich finde sie aber sehr gut von Kiko. Die Eyeliner, deswegen habe ich die jetzt auch noch wieder rausgeholt. Dann gehe ich weiter von Alverde, habe ich zwei Stück. Und zwar einmal am blauen mit einer dicken Spitze, der was ganz schwer Farbe abgibt. Also, wenn man das einmal sieht, der gibt kaum was ab. Ja, ich werde probieren, ob man den überhaupt noch benutzen kann. Er war mal aus einer LE. Und ja, sonst muss ich ihn leider wegtun. Dann noch einer von Alverde und zwar ein Violetta aus dem Standardsortiment. Der gibt schön Farbe ab und den habe ich ja sehr gern benutzt. Man sieht es, der ist, ups, aus dem Bild, der ist ja schon recht klein und hat der Farbbezeichnung, sieht man noch irgendwas drauf? Na, der ist ja schon ein bisschen zu gut benutzt, aber auf jeden Fall voll dieser Violettton. Für den Frühling finde ich genau passend. Dann gehen wir mal weiter. Dann habe ich Frochet zwar dabei. Jo, was denn? Der hupft mal gleich raus. Ist wieder ein Blauton. Und die sind wasserfest und geben auch wieder ganz, ganz wenig Farbe ab. Da muss man wirklich ziemlich grob sein. Wenn man locker drüber geht, über die Hand, geht überhaupt nichts runter. Mal schauen, ob ich den verbrauchen kann. Sonst muss ich ihn halt mit einem Feuerzeug warm machen. Und dann benutzen wir, was wissen die da? Das gleiche in so einem Ton. Das ist kein Problem. Das stopfe ich wieder rein. Okay, das gleiche mit so einem Ton. Jetzt werde ich da mal locker drüber gehen. Der geht noch ein bisschen besser. Man sieht es. Leider habe ich mir jetzt einen abgebrochen. Aber prinzipiell ist es eine wunderschöne Farbe. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den auf die obere Wasserlinie tue, könnte ich den auf die untere Wasserlinie tun. Genau so. Emily, dass du nicht rumjammern, bitte. Dann von Catrice. Na, fangen wir mal. Ups, das ist mal den umlegen. Bitte sehr, Mäuse, nicht so jammern. Fangen wir mit Essence an und zwar da war Sunkist, das war mal LE, den habe ich noch immer, das ist der orange Ton, ich weiß nicht, warum ich mir überhaupt einen Orangeton gekauft habe. Es ist ein schöner Orangeton auf die untere Wasserlinie, so wie dieser in Gelb, was habe ich mir dabei gedacht? Aber egal, ich benutze hier trotzdem. Und ah, da ist schon wieder einer. Der gibt schwer Farbe ab. Aber für die untere Wasserlinie kann ich es auf jeden Fall einmal benutzen. Dann gehen wir mal weiter. Das ist ein No-Name, irgendeinen, was ich aus China bestellt habe. Der gibt sehr schön Farbe ab. Von denen habe ich ganz viele. Ich habe aber jetzt nur einen Blauton rausgenommen, weil ich im Moment Lust auf Blautöne habe. Genau, das ist nämlich auch. Catrice habe ich zwei dabei und zwar auch einen Blauton. Das ist so eine ganz dicke Filzstütze und der haltet super, der gibt Bombenfarbe ab. Das war mal aus einer LE. Was wird denn die Kassen? Was ist denn? Die LE hat Kassen. Die Colibri LE war das damals. Diese Stifte, da freue ich mich, dass ich da einen bekommen habe davon. Da hätte ich mir sicher mehr kaufen können, weil ich liebe die. Und dann habe ich noch von Catrice den wasserfesten schwarzen Liquid Eyeliner runtergeholt. Will ich nicht so jammern. Der schwarze Liquid Eyeliner eben ist wasserfest und schaut irgendwie so ein bisschen komisch aus. Ich glaube, der ist mal gekippt.
Er ist jetzt einen Sommer oben gewesen, einen Winter, Entschuldigung, den Winter oben gewesen, weil ich brauche nur im Winter wasserfesten. So, geht das wieder auf. Aber er schaut nicht mehr so aus, als ob er deckend war. Er schaut aus, als ob ihm die Farbe... Na wurscht denn? Die Farbe fehlen wird. Auf jeden Fall, das sind die Farben, die, was ich den Frühling tragen werde. Es ist sehr bunt, es ist ein bisschen blaulastig. Ja. Mal schauen, was ich davon benutzen werde. Man weiß es ja nicht so ganz genau. So, ich werde die gleich einmal wegräumen und meine Hände abwaschen und dann gehe ich gleich zum nächsten Produkt. So, natürlich habe ich mir auch Lippenstifte rausgeholt. Und zwar von den Lippenstiften habe ich genommen einmal so eine Farbe. Das ist, ja, so ein Braunton. Er gefällt mir nicht wirklich gut. Ich habe den einmal so bekommen und ja, es ist nicht wirklich eine Farbe, was ich sonst trage, aber er gehört halt einmal verbraucht. Und von Yves Rocher, Entschuldigung, jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ups, das auch. Nicht, dass ich den auch noch hab. Dieser Farbton, ich finde, der passt sehr gut in den Frühling. Den kann man auch noch machen. Aber ich finde, durch den schauen meine Zähne immer sehr, sehr gelb aus. Gut, man sieht, die Sachen sind immer runtergegangen. Gut, gehen wir... Na, no, jetzt wird das gerade voll gegen mein Dings gehauen. Okay, nein, das ist nicht hingeworden. Dann tue ich von NYX, und zwar diese Palette, rein. Und zwar sind das sehr, sehr bunte Farben. Ich werde die mal alles swatchen. Es sind wirklich schöne Farben. Sie geben eigentlich sehr gut Farbe ab. Sie halten relativ lang. Und so, das sind jetzt die da. Gibt ihr das? Also wirklich, die sind sehr schön, geben sehr schön Farben ab. Und der gelbe und der... Nein, eigentlich schimmern alle außer der Grünton, glaube ich. Alle schimmern ein bisschen außer der Grünton, und der ist matt. Ja, was denn? Ja, was denn? Mäuschen! Willst du auch mitreden? Auf jeden Fall. Oh nein! Na gut, jetzt habe ich da... Egal. Auf jeden Fall, oh, nicht umkippen. Schau, sabotierst mir heute ein bisschen. Auf jeden Fall, das sind die wunderschönen Farben. Ich finde für den Frühling super. Ist orange, ein Gelbton drinnen. Also werde ich wahrscheinlich auch da irgendwie die Stifte dafür benutzen. So, schauen, was die Tochter da hinten macht. Dann etwas, was ich auch immer wieder im Frühling raushol, ist diese Palette von L'Oréal Paris. Die werde ich jetzt einmal auf der anderen Hand swatchen. Und zwar ist der Weißton, ein Grünton, ein schöner Orangeton und ein Blauton drinnen. Und wie ihr das seht, sind das auch sehr, sehr schöne Farben. Und ja, liebe ich auch sehr. Im Frühling trage ich sie doch recht oft. Ja, es schaut jetzt ja nicht so benutzt aus. Ich habe sie erst seit einem Frühling, glaube ich. Die war, glaube ich, einmal in der Glossybox drin und selbst hätte ich sie wahrscheinlich nicht gekauft. So, was habe ich noch rausgeholt? Dann habe ich mir für eine Palette von H&M habe ich mir die einmal bestellt. Im Herbst. Aber ich finde einfach, dass das für mich keine Herbsttöne sind. Für mich sind es Frühlingstöne. Ein bisschen abputzen. Und die werde ich die natürlich alle einmal swatchen. Umswatchen, gell? So. Das ist eben der Blauton, ein schöner... Na, was ist denn da los? So, jetzt ein Blauton, ein schöner, ein Rotton, ein Senfgelb, würde ich einmal sagen, und ein helles Grün. Ich würde sie gemeinsam nicht kombinieren, aber so extra auf jeden Fall einmal. Und auch in der Glossybox war am Less drinnen, das ist was ist denn das eigentlich? Flamingo auf jeden Fall. Keine Ahnung, für was ich das benutzen werde, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ungefähr gut zum Highlighten, so ein bisschen eben. Ja. Mäuschen. Gleich sind wir fertig. Gleich sind wir fertig. Jetzt sehe ich gerade, ich habe ja einen Ton vergessen für Lippenstifte. Ich habe mir noch gedacht, einen Rotton, weil ich mir dazu tue, und der ist mit Sonnenschutzfaktor und das ist ein ganz kräftiger Rotton mit ziemlich dicken Glitzerbröckchen drinnen. Dieses Mal habe ich kein Glitzerbröckchen erwischt, aber wenn man ein Glitzerbröckchen erwischt,
sind ziemlich heftige drin. Es ist so pinker Glitzer in roten Lippenstift. Gefällt mir sehr gut. Finde ich richtig super. So, war das jetzt alles? Das ist nämlich so in der Box hergerichtet. So bin ich rübergekommen. Ach ja, den habe ich mir noch runtergeholt. Weil ich habe wieder einmal einen gebraucht, weil ich finde ja meinen Online nicht. Ich glaube, meine Tochter hat einmal, währenddem ich geputzt habe, habe ich die Pinsel runtergelegt und sie hat mir da einen weggeschnappt. Deswegen habe ich jetzt da einen runterholen müssen wieder allein. Ja, das ist seine Produkte, die was ich jetzt extra zum Frühling rausgeholt habe. Und die anderen restlichen Produkte werde ich eben weiter benutzen, weil ich im Moment sehr viele Lieblinge habe. Aber im Moment habe ich nur die da gebraucht, um dann halt buntere Make-ups zu machen. So. Ach, doch, das letzte Produkt. Das letzte Produkt natürlich. Ich habe eine Sonnencreme runtergeholt. Ich habe unbedingt eine Sonnencreme gebraucht. Sonnenschutzfaktor 50. Ich bin sehr, sehr hell. Und sobald ich nur leicht in die Sonne komme, habe ich einen Sonnenbrand. Das kann sich kein Mensch vorstellen, wie schnell ich Sonnenbränder kriege, weil... soll ich so machen? Oh. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist bei mir, aber ich bin halt sehr, sehr hell. Was sehr lustig ist, weil meine Mutti ist nicht ein Mensch, der was schnell einen Sonnenbrand oder so kriegt. Und mein Vater eigentlich auch nicht, aber ich bin so richtig empfindlich und meine Schwester eigentlich auch. Bin ich recht lustig, aber kann man nichts machen, deswegen eine Sonnencreme, die wird ab jetzt dann immer unter mein Make-up getan und da kommen Babyfüße. Kommen da Babyfüße? Emily! Die wolzt sich da so um. Ja, jetzt haben wir einen dicken Babypopo. Ja, auf jeden Fall deswegen Sonnenschutzfaktor. Meine Kinder werden auch immer fest eingecremt, weil sie sich gerade so mit dem Popo herdrängt. Sie werden auch immer fünf eingecremt, also die Emily jetzt noch nicht so stark, die kriegt zwar Sonnencreme, aber so richtig in der Sonne ist sie noch nicht gelegen. Aber die Elena, wenn die draußen ist, kriegt sie auch jetzt, also auch im Winter kriegt sie da Sonnencreme rauf, aber für im Winter habe ich andere Sonnencreme, die was jetzt dann auch schon bald leer ist. Wollt ihr mal sehen, wie lange meine Tochter schon die Haare hat? Hört sich das einmal an. Sie hat schon voll die langen Haare. Wie alt bist du jetzt an? Ungefähr 5 Monate und du hast schon voll die langen Haare. So. Ich wünsche euch jetzt noch was und wie gesagt, das ist mein Körbchen. Das muss ich jetzt alles irgendwie einrahmen versuchen. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen werde. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr über die Paletten, dass ich die wieder rausgeholt habe. Ich liebe den Pinkton, den Orangeton, den Blauton, den Gelbton. Den Grünton mag ich nicht so sehr, weil ich finde sowieso, dass mir recht sollten grüne Töne passen. Also ich bin ja kein Grün-Fan eigentlich. Ja. Und ich wünsche euch jetzt noch was. Bis dahin. Für euch. So, und wir schauen jetzt einmal, dass wir die Swatches runterkriegen.